So, hallo Leute, nach der kleinen Einweisung von Santa Claus werde ich mich jetzt mal auf unseren Public Server Titanium Add-on begeben. Mal schauen, was mich da so erwartet und so ein paar Spieler hier mit im Channel, die werden das Ganze so ein bisschen mitkommentieren. Wie finden wir das Ganze jetzt? Okay, ich schreibe jetzt GCC in diesen Filter rein und dann haben wir... Ich habe GCC eingegeben. Nur GC. So, hier steht GCC Titanium Public. Da probiere ich jetzt raufzukommen. Ja, das ist das Passwort von vorhin noch. Okay. Ein sehr komplexes Passwort. Scheint richtig zu sein. Gut. Okay, das Spiel wird geladen. Das ist jetzt der Moment, wo das bei den anderen leckt, oder was? Noch nicht. Jetzt. Jetzt. Okay, synchronisiere Daten mit anderen Spielern. Alles klar, jetzt weiß ich, wovon ihr redet. Applaus, oh. Applaus. Gut, ich werde jetzt starten, ja, damit das bei euch nicht mehr leckt. So. Bin ich schon drin. Hallo, Leute. Okay. Also, Santa hat mich unterrichtet, ich soll sagen, hallo, hier ist Playbox, was kann ich tun? Hallo, Playbox, schnapp dir einen Mähdrescher. Okay, ich muss jetzt erstmal wieder... Muss ich denn überhaupt lang? Ah, da, okay. Nee. Ist das die gleiche Map von gerade eben? Ja. Okay, alles klar. Ich werde mal gucken, ob ich da... Hey, da stehen jetzt wieder Anhänger. Okay. Hier ist ein bisschen mehr los. Kann das sein? Da hängt sogar Wäsche. Ja. Alles klar. Ja, die Wäsche hängt vorhin auch schon. Du ahnst das nicht. Heidewitzka. Also ich will euch nicht das Reden verbieten oder so. Ihr könnt da schon gerne was zwischenquatschen. Das ist eigentlich... Hauptsache, du kommst gleich mal mit dem Mähdrescher zu Feld 9. Ja, Feld 9, alles klar. Drescher Feld 9. Jetzt weiß ich, was diese ganzen Sprüche immer heißen, alles klar. So, hast ja. du denn einen Mähdrescher gefunden? Warum rennt ihr eigentlich alle? Hallo, ihr seid Bauern. Bauern haben die Ruhe weg. Bauern haben mal überhaupt nicht die Ruhe weg. Nicht in der Erntezeit. Nicht in der Erntezeit, da läuft die Zeit. Beides Geld. Okay. Yeah. Oh, warum sagt ihr mir nicht, dass die Felder zusammengefügt wurden? Wo muss ich denn hier... Hier steht ein Träger. Danke für die Info, ich will zwischen 8 und 9 anfangen. Wo finde ich denn jetzt hier einen Drescher? Hallo? Das ist so ein rotes... Hier hinter dir, da bist du vom Weihelaufen. Ach, das ist... Okay, alles klar. Gut, jetzt weiß ich, warum ich Gas geben muss. Aber... Das ist ja jetzt ein bisschen peinlich. Nein, 8, 9 machen wir. Hängt da schon was dran? Nee. Da hast du ja... Ja, doch, da hängt was dran. Soll ich den hier nehmen? Den ersten? Nein, fahr los. Ja, kannst du nehmen. Okay, also ich fahre wie ein Chaot, ich sag das jetzt schon. Hauptsache, du kommst Feld 8, 9. Stehen. Alles klar. Auch mit den Leuten müssen wir klarkommen. Ja, danke schön. So, hier gibt's jetzt muss ich erstmal gucken, wie komme ich denn da hin? Wie kann ich die Karte aufrufen hier? Hier lang, hier lang, hier lang. P ist Shop, Mann. So, also ja, nochmal, ich frage jetzt nochmal, wie kann ich die Karte aufrufen? I. Mit I. Also Minimap. Also sicher aber nicht, welches Feld was ist. Dann auf 9? Okay, und auf welches Feld muss ich jetzt? 8. Feld 8. Grün bin ich, oder was? Grün bist du auch. Ich fahr jetzt voll in die falsche Richtung hier, oder wie? Ja, genau. Ja. Hau, hau, hau. Also ich muss da jetzt irgendwie einmal rum, um den ganzen Hof. Anschalten, anschalten. Ernte, einschalten. So, wollen wir mal ein bisschen Raps abreißen hier. Ja, und ich schnapp mir schon mal einen Abschieber und komm zum Abfahren. Sehr schön. Wir hatten hier so 3 Reihen Mais reingesät. Immer der was fragt. Ja, nee, ich denke eher nicht. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, ne? Ja, aber ich hatte natürlich auch. Das ist einer vom GTC, okay. Der das Feld säden muss. Jetzt muss ich hier ein bisschen Platz... Oh, boah, der heizt aber. Hallo, 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 hallo. Der hat mich angehupt. Wie hupt man? Mit 0. 0. 0. Okay, also wenn mir eine 0 entgegenkommt, drücke ich die 0, alles klar. Gut, das habe ich mir gemerkt. Muss ich hier rechts oder links rum? Wo bist du? Wo ist denn... Gibt das eine Gesamtkarte? Wo kann ich die aufrufen? Ja, Escape. Vom Hof runter links, dann zwischen Feld 10 und 11 durch. Und Feld 8. Da sollst du hin, genau. Wo sehe ich denn, wo ich jetzt bin? Kann man das auch sehen? Auf der Minimap. Ja, gut. Playbox. Ja? Playbox ist sehr komplex. Ich komme angefangen, fahr mir einfach hinterher. Quasi lebendes GPS. Alles klar. Fahren Sie jetzt rechts. Gott.
Aua, aua. Ich will nichts kaputt machen hier, ne? Das ist, das, weißt du, das ist das Schöne an dem Spiel hier. Da hast du Ruhe weg. Beim Mähdröschen ist man so langsam, dass man nebenbei noch ohne Probleme alles mögliche am Handy machen kann und so. Alles klar. Ach, da darf man das Handy mal während der Fahrt. Ja. Alles klar. Was ein Glück, wir ernten. Wir haben ja fast nichts mehr im Lager. Nur noch 25 Millionen Liter. Okay. Zeit für die Ernte. Aber normalerweise hätte man ja Playbox das jungfräuliche Rübenlager einfüllen lassen können. Soll ich jetzt hinter dir stehen bleiben, oder? Achso, okay, geht weiter. Playbox, wo bist du? Ja, nee, ich bin auf dem Weg, grad. Ich eile. Also wenn man mit 30 km/h eilen kann, dann eile ich. Ich sehe, wo du lang eilst. Ich sehe es auf der Karte. Du fährst zwischen... Du könntest auch schon sagen, ich eier da lang. 30 fährst du? Boah, warte mal, Playbox, du musst mal vorsichtig sein, nicht, dass du mir hinten drauf fährst, weil beim Elektras gerade, ich habe ja 1200 MS, also, okay, Sandra, also, wo fährst du denn mit ihm lang? Das dauert eine Sekunde, bis man bei dir ist, okay, alles klar. War bei den Gleisen vorbei, oder, da hinten am Bahnübergang? Ja, ich fahr hinten lang, weil er gerade dann der Nähe war. Nach Rom. Ja, na, klar. Wollte ich gerade sagen. Ihr seid alle so lokal versiert hier, ich kenne mich hier noch nicht so aus. Kommt vorbei. Kommt auch mal ein Zug ab und zu? Nein. Kannst du Zug nehmen, kannst du. Alles klar. Aber ein Zug kommt da nicht. Oh, die ersten Malöritäten, ich habe mich festgefahren. Oh. Ja, ist er so, der Profi. Jetzt habe ich ein Problem. Krieg den jetzt hier raus, ich schlag Santa den jetzt ab hier. Nee, Santa fährt dir einfach ganz stumpf hinten rauf. Ja, aber ich habe schon ganz gehört, das soll nicht so gut sein für die Lampmaschinen hier. Na, das kosten ja ein paar hunderttausend. Oder sind die gut versichert? Mhm. Ja, wir sind gut versichert. Sind gut versichert bei, die haben kein Schadensmodell. Ich zieh mir den da raus, ich krieg das halt. Firma Playbox. Da wusste ich aber noch nichts von, hallo? Die sind immer bei Playbox versichert, weißt du doch. Selber schuld, wenn du nicht auf dein Konto guckst. Ja, mit null. Da steht 0. Oha, jetzt bin ich darauf gefahren. Also ich sag mal so, zum also nächsten Ernte bin ich da. Wollte sagen, bis Playbox da ist, habe ich das große Feld hier alleine abgeerntet. Na komm, jetzt schieb doch das Ding da mal rum, Mensch. Viel Spaß beim Dreschen. Was ist das hier? Das sieht lustig aus. Und wir können es nicht sehen, Heul. Ihr könnt das sehen. Also, das ist morgen bei YouTube. So, ja, gut, wo ist der Deichsel? Weiter im Taxi. Playbox ist einfach... Kann das Ding rumkippen hier? Ja, aber stellt sich automatisch wieder hin. Okay, alles klar. Oh. Das kostet dann aber wohl einen Kasten Bier, ne? Ja, den krieg ich hier. Nur ein Kasten? Für jeden? Also nur virtuelles Bier. Bin ich auf der richtigen Seite? Kann ich überhaupt wieder anschlagen? Oder bin ich auf der falschen Seite von dem Ding jetzt? Ja, ich glaube, du bist auf der falschen Seite, aber der ist auch gerade unter der Map, die Deichsel. Das ist ein bisschen schlecht gerade, ne? Also irgendwie läuft das nicht so gut bei mir. Und wenn es geht, bitte im Uhrzeigersinn dreschen, damit die Abfahrer direkt runter das Rohr fahren können. Alles klar. Soweit habe ich das mitgekriegt. Jetzt muss nur noch das Teil da irgendwie sich mal drehen. Ja. Ah, komm, raus. Da durch Leck. Ja, sehr interessant, wenn was da unten macht. So, also, okay, das ist jetzt toll, ein bisschen, ist jetzt vielleicht nicht so super, ab... Oh, hauaua. Super toll, dass ihr alle Playbox beobachtet, während ich der Einzige bin, der arbeitet. Achso, ich mach nichts. Stimmt nicht. Ich krieg das Ding da noch weg, das kann sich nur noch im Stott einer handeln. Einer muss es ja machen. Also, hallo? Ist jetzt die Deichsel da? Ich sehe sie nicht, wo ist die Deichsel? Häng doch einfach das Schneidwerk vorne an. Okay. Genau. Dann klappst du es einmal zusammen, einmal wieder auf, dann ist die Deichsel wieder da. Alles klar. Das ist so ein amerikanisches Patent. Rockefeller Patent. So. Ja. Ja, so, komm. Los. Nee. Ja, nö. Also irgendwie. Ich glaube, das will nicht mit mir arbeiten. Oha! Oha! Okay. Hast du einen Flug über die Map gemacht? Haben wir alle schon. Ich bin gerade ein bisschen durch die Gegend geflogen, ja. Ja, das haben wir alle schon. Das so. Kostenlos.
Jetzt werde ich mir das Teil mal da so hin platzieren, dass ich damit weiterfahren kann, ne? Wie lege ich den jetzt wieder ab? Wie war das hier? Schneidwerk senken, V. Nicht, dass der mir da runterkracht, dann geht das Gerät noch kaputt, nachdem ich das so, da so sauber rausgenommen habe. Kuh. Ja, Entschuldigung. Wo steht hier Kuh? Aufpassen, Kühe auf der Straße. Das habe ich mich jetzt zugebaut. Wollen wir uns das doch mal rüberschieben, ne? Ja, Herr Thomas, so. Ich weiß, dass du da bist. Kuh? Hallo? Hast du die Räder ausgefahren? Räder ausgefahren? Ja, ja. Ich hab das Ding noch nicht mal dran. Fass. Fahrschule Pläne. So. Okay. Weiter im Text. Oh, ich bin fast am Feld gewesen. Das ist ja ein Cheat. Na gut, was soll's. Einfach auch Superheld. So, okay, soll ich hinter dich fahren? Nee, ja, fahr mir am besten vorbei, ich habe ja gerade die Ping. Playbox, du musst an die Ecke, an die linke untere Ecke von Feld 8 fahren. Nach der Map. Ach so, da muss ich ja umdrehen. Feld das 8, ist ja. Nee, wir machen, wir fangen 9 an. Nein, wir fangen 9 an, dann kann er nicht umfahren. Ja, da. Feld, ja. Ja, also wir haben Braucher jetzt fertig. Der Braucher ist aber nicht umdrehen. Ich fahre doch auf Feld 8 schon. Was ist denn der Mario für ein Heizer hier? Fahr jetzt 12 mal bitte nach. Hauptsache ihr fahrt im Uhrzeigersinn. Ich sehe da doch schon wieder kommen, dass ihr gegen den Uhrzeigersinn fahrt. Nein, fahren wir nicht. Derzeit schon. Obwohl ihr kommt von... Ja, derzeit, wir sind aber auf der Straße. Okay, wir kommen ins 9 hoch. Helft doch mal mit, das ist groß genug. Und wir haben das am 9, das wird uns sowieso nicht. Aber Rockefeller, du hast recht, da kann man gut mal aufs Handy gucken zwischendurch, das geht voll klar. Ja, das ist relativ anstrengend, diese Arbeit, ne? Ja, ich bin ja auch geneigt, ein Tempomat einzuschalten, ne? Geht gar nicht bei dir. Ich fahre die ganze Zeit ein Tempomat, ich fahre nur geradeaus, ich habe auch so ungefähr seit, sag mal, bestimmt 30 Sekunden meinen Joystick nicht mehr berührt. Und zwar keinen von nun, den soll drei. Soll ich hier ablegen und wenden, oder? Ja? Du sollst wird angehangen und dann wird auf runterwärts. Ich habe ja plus gerade ein 300er Ding. Also das 300er Ding ist doch super, du hattest zwischendurch 1000. Ja, Joystick ist ja auch für deine Freundin. Oder? So, jetzt ist leer, Mann. Ja, meine Freundin ist aber heute Morgen nach Hause gefahren. Oh, das klingt blöd. Badum. Alter, musst du richtig kurbeln hier mit dem Lenkrad. Ja, da musst du mal arbeiten. Ja, du hast ja 360 Grad Lenkrad, ne? Das ist ja nicht 360? Nee. 900. Ja. Drei Umdrehungen? Ja, voll wie ein Lenkrad. Nicht so wie so ein tolles, neuartiges Lenkrad, wo man halbe Umdrehung voll eingeschlagen. Nee. So, Hepp, ich hab ihn dran. Playbox. Ja? Willst du mich fahren? Wie siehst du mich fahren? Ich muss erstmal umdrehen hier. Ich muss erstmal gucken, in welche Richtung ich jetzt soll. Ich soll ja gegen den, mit dem Uhrzeiger. Auf jeden Fall muss derjenige eine, das ist wahrscheinlich Playbox, erstmal sein Ding da einfahren. Ja. Die Deichsel, wie kriege ich die Deichsel rein? Ja, da musst du oben mal links gucken, da steht irgendwas. So, gut, Räder sind weg. Und nun soll ich den, jetzt warte ich, bis du deine Runde gedreht hast, Rockefeller, und dann schließe ich mich daneben an, oder was? Genau. Da vorher musst du mal einschalten, das Ding. Muss man vorne ausfahren. B wie Betrieb. Nee, erstmal musst du jetzt mit X den ganzen Mähdrescher noch aufklappen. Was kannst du X eigentlich muss ich umschalten, ne? Muss ich einmal auf das. Nein, umschalten und B. Gerät ohne Nummer. Mit B geht das sofort los hier. Okay, dann fahren wir hinterher. Echt? Ja, so versetzt, ne? Ja, nicht direkt hinterher, dann brichst du nicht so viel. So, okay, zwei. Oder gar nicht. Oder gar nicht, ja. Ich fahre die ganze Zeit gerade. Playbox verschenkt auch 3 Meter von seiner Schnitt. Naja, komm, was soll's. Ja, ihr wisst mir doch immer mehr, was er verschenkt. Haben wir hier auch irgendwo einen Abfahrer? Ich mach kam das fahrt einer, weißt du, was ich da mache? Einer lang gefahren. Fährst du mit mir hin? Ich gleiche deine Ungleichheiten aus, deine Unregelmäßigkeiten. Nein, ich fahre ohne Helfer. Ah, was ich wohl für Unregelmäßigkeiten hab, du. Warum? Selbst meine Tage kommen regelmäßig. Damit du da gerade... Ja, nee, ist klar.
kannst sogar mit der Maus, wenn du Maus klickst, linke Taste und dann vorne und zurück, ja, bewegen, kannst du sogar deinen Rüssel bewegen, da vorne den Ausschub da. Vorne, linke Maustaste, Rüssel bewegen. Nee, da tut sich nichts. Geht jetzt nicht mehr zum Rohr. Wenn das Rohr ausfährt, dann kannst du auch hinten den Trichter, den kannst du rausbewegen. Ja, aber dann, wenn ich den ausfahre, dann streut er das ja zur Seite, das geht ja jetzt nicht. Das macht er nicht. Der fängt erst an abzutanken, wenn dein Anhänger unter ist. Ach so, okay. Der ist ja intelligent. Gut. Ich habe gehört, dass der Rohr heißt echt nur Rohr. Das heißt tatsächlich Rohr, ja. Das ist ja... Jetzt kannst du mit der Maus das schwarze Ding... Ja, da ist das doch. Da ist das, boah, das kann er, das kann er. Boah, eine gewaltige Schlagkraft haben wir hier, doch. Der Schwede. Einzige Problem ist, dass ich, warum auch immer, brutal auf Santa aufhole. Das ist, weil Santa sich da durchglitscht. Ja. Santa schummelt sich überall durch. Es ist gar nicht so ohne, sich da genau die richtige Breite da anzueignen. Also du hast bestimmt auch schon wieder was stehen lassen, oder? Nee. Doch. Nee. Das kann gar nicht, das kann gar nicht umgehen. Jetzt gerade. Scheiße, ja. Du hast mich nervös gemacht. Das ist ein Neuland für mich. Warum fahre ich heute nur 8 km/h? Internet ist Neuland, das gehört damit zu, das läuft übers Internet. Neuland. Internet ist für uns alle noch Neuland, ne? Ah, ich weiß warum, ich bin gerade mit Tempomat Stufe 1 gefahren. Ja, dann solltest du vielleicht mal auf 2 schalten. Ich häng dir nämlich irgendwie so ein bisschen an. Du lässt da auch immer was stehen, du. Ich? Ah gut, das war jetzt Schrott für die Filmszene. Ja, mein Hand an mir. Ja, es wird ja nicht alles gefilmt, es wird ja nur das, was Playbox sieht, gefilmt. Ich wollte gerade sagen, wir werden nicht gefilmt. Ich halte immer schön zu euch rüber, damit man euren Quatsch da mitsehen kann. Naja, Gott sei Dank, dass du... Ja, aber Argo ist natürlich komplett woanders. Wir sind ja so jetzt so ein bisschen die Bauerngang hier, ne? Wir sind auf jeden Fall eine harte Kolonne. Haben wir auch die gleichen Klamotten an, oder wie sieht das aus? Selbstverständlich. Obwohl, manche haben sogar eine Cappy auf. Ach was, echt? Ja. Die haben dann gecashed, oder was? Gibt quasi 2 Models. Okay. Das ist ja komplex, muss ich ja mal sagen. Ich habe gerade gar nichts gesehen. Ich habe nur gesehen, wie das Feld abgeandert wurde, aber... Du wurdest auf einmal das Wetter hat sich nicht bewegt. Nein, also tatsächlich haben alle ein blauen Overall an. Manche haben aber zusätzlich auch noch eine Basecap. Also haben wir alle diese gute Engelbert Strauß-Hose? Nein. Wir sind, wie du siehst, an unseren Mähdreschern sind wir Kleingrundbesitzer. Uns gehört fast nichts. Dementsprechend können wir uns nur die Kansas-Hose leisten. Okay, achso, alles klar. Ich muss hier mal ein bisschen wieder... Ihr drängt mich hier so ein bisschen rüber, ne? Wird eure Bahn davor ein bisschen enger, kann das sein? Nein, das war ich lecker sitze, dann da habe ich aus Versehen Dixon Rockefeller versucht gerade meins auszugleichen. So, alles klar. Weil er ja leckt. Ich habe ja schon mal gesagt, wenn er leckt... Wer nimmt denn gleich die letzte Bahn hier? Nee, wir fahren im Kreis. Im Kreis. Und was ist mit dem Streifen, der hier übrig bleibt? Warte mal ab, wir kommen doch wieder her. Ja, aber ich weiß ja gar nicht, was ich... Komm doch wieder her. Okay. Du fährst jetzt links rum. Links rum. Okay. Alles klar. Links eine schöne 270-Grad-Wende. Alles klar. Ah, so läuft das. Hammer, oder? Ja, ja. So, was steht da? Moment, Telefon, wir sollen nach 11 trashen. Was sollen wir? Nach 11. Hauptsache jemand erzählt diesem Björn mal, dass er woanders hin soll. Jetzt fahr ich da durch? Durch das gute Zeug? Ja, das ist Raps, da hat irgendjemand Blödsinn gebaut. Und hat Raps. Boah, er gibt das ab. Alter Schwede. Ballert aber gut was weg, das Ding, ne? Aber ich erinnere mich noch an die Worte von Playbox, wo er öfter im Raum war, und sagt, was erzählt ihr hier von Blödsinn? Ja, wenn ich nicht weiß, was das bedeutet. Grobern auf Fett 21 hier. Du willst aber wissen, was Grobern ist, weil du kommst aus Kiel. Ich komm vom Dorf am Meer, hallo? Ja, da wirst du wissen, was Grobern ist. Ja, nee, ich kann dir sagen, was eine Reuse ist, ja. Ich kann dir sagen, was räudig ist. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass du das weißt.
Ich würde jetzt schlecht in deine Mutter. Achso, Thomas, wo du gerade hier bist. Jetzt kommt ein. Jetzt machst du auch, oder? Hier, nee. Ich teile auch nochmal, ich mach nochmal eine kurze Abbremsung. Ja, ich habe gemerkt, dass ich schon bei 90% bin. Jetzt ist hier Abtanken für Profis in der Kurve. In der Kurve. Achtung, die Kurve. Ist das schon so ein Panorama-Bild hier, ne? Was? Ich muss schon mal einhalten. Hallo. Was war das hier? Mach mal deinen Thermomat wieder runter, du bist wieder zu schnell. Thomas, du stehst ja vollkommen im Weg, ne? Ach, der dreht mit die Kurve, okay? Da fährt einer mit dem Lohnunternehmen. Hallo, was ist das hier? Ja. Lohnunternehmen B&M. Ja, er heißt Björn. Wahrscheinlich heißt sein Kollege Marcel und dann ist das Lohnunternehmen Björn und Marcel. Kriegen die Geld von uns? Ah, Björn und Mario sind wir. Okay, kriegen die da Geld für das, was sie da hier machen? Nee. Das sind Idioten-Lohnunternehmer. Die machen das umsonst. Okay, alles klar. Aber Hauptsache du weißt, dass LU Lohnunternehmen heißt, aber weißt nicht, was ein Gruppe ist. Ja, ich sag mal so, wir haben ja massiv schon mit Fällen von Abwerbung zu tun gehabt, deswegen musste ich mir dessen schon annehmen. So. Nö, die nennen sich so, weil sie dann total toll sind. Gut. Also der GCC braucht kein Lohnunternehmen, wir sind unsere eigenen Arbeiter hier, ne? Wir haben so viele Angestellte. Und zwar extrem schlecht bezahlt, um nicht zu sagen. Überhaupt nicht. Kommt, was hast du denn da? Wieso machst du diese komischen Ecken von dir ausgleichen hier? Warum lässt du die stehen? Dann habe ich ja auch die Ecken hier drin. Ist das denn? Das verstehe ich jetzt nicht. Fängst du jetzt das von Sander da auf, was der da verbuggt oder was? Ja, weil er Lack of Data vom Server hat. Alles klar. Ping von oder 1200. Weil, wie es immer so schön genannt wird, er leckt. Ich glaube, Santa hat auch gestern nicht Silvester 2013 gefeiert, sondern Silvester 2003. Du hast gestern Silvester 2013 gefeiert? Okay. Happy New Year 2013, gestern? Oder? Nee, gestern nicht. Okay, jetzt wird das ein bisschen kompliziert. Jetzt fahrt ihr da komisch um die Ecke. Komisch um die Ecke, wir fahren eine Kurve, Mann. Konisch. Also, du hast ein Lenkrad, da wirst du ja wohl so eine Kurve hinkriegen. Ja. Geht einfach klar. Fährst du aus oder in Ansicht? So, Herr Playbox, ja? Fahren Sie in oder außen Ansicht? Außen gerade. Ja, besser ist das. Wollen wir auch mal in Ansicht, das ist geiler. Das ist... voll schwierig mit Innenansicht. So, hier 80% habe ich. Oh, da muss man Abfahrer hin. Ja, ich muss aber erst zum Außen. Na, vielleicht auch. Das könnte eventuell eine Pause für dich geben. Tja. Ich komme gleich. Ich habe das so auf der Bauernschule gelernt, dass man bei 80% Bescheid sagt. Und ich habe sogar bei 78% schon Bescheid gesagt. Santa fährt auch stumpf gegen Baum, oder was? Ja. Ganz stumpf gegen Baum geeiert. Und er wird einfach rausgeworfen. Playbox, auf welchem Feld bist du? Wie bitte? Ich bin hier gerade an der linken oberen Ecke von Feld 9 und ich bin bei 98%. Also Levox, das war eine sensationelle Ansage von dir. Da gibt es überhaupt keine Nachfragen mehr. Ist gut, ne? Du hast dieses Führungsgen einfach in dir. Ich geh mit dir auch gleich mal wohin. Ecke, ja. Bei den einen Lecken. Ja. Also bei deinen, wenn du 98% hast, gehst du gleich erstmal gar nirgendwo mehr hin. Ich bleib jetzt hier. So, positionier mich da und dann warte ich. Ja, da kommt unten schon jemand angeflogen. Ich sehe das auf der Karte. Da kann er aufs Feld fahren. Ist der berechtigt dazu? Ist ja eine Stasi-Karte.
Hat er einen Darmschein, von Darmschein, ne? Hat von Matze erstellt? Hat er einen Darmschein? Darf der das? Darf der das? Hat er einen Darmschein? Bitte zeigen Sie Ihre Berechtigungskarte. Gibt so ein Armband wie beim Wacken oben. So, also das dauert mir zu lange. Ich gehe jetzt hier raus, eine rauchen. So? Nee, ich rauche ja gar nicht. Oh Mann, mich hat gerade einer angerufen von den Gamern, warum er nicht auf den Server kommt. Angerufen? Ehrlich jetzt? Was haben wir bitte für Nerds, ey? Ein Gamerflo hat angerufen. Oh Gott. Nee, ne? Wissen ja, was? Der kann gleich. Ich drehe hier noch ein bisschen meine Runde und dann ist eh schon die Folge zu Ende, dann, ne? Dann also kannst du ihm sagen, sozusagen, wir haben gerade wie ein... machen. Warum? Ja, Playbox kann ja nochmal abfahren. Playbox kann auch von hier drüben ernten. Ja, aber wir haben heute schon drei Videos jetzt im... das ist jetzt das dritte Video, also... Geht das von alleine an oder muss ich drauf fahren? Ja, geht. Geht von alleine. So, dann kann ich ja wieder weiterfahren, ne? Alles klar. Oh. Nichts verschenken hier. Echt, wir haben fast nichts im Lager. Gerade bei 25 Millionen Liter. Das wird ja lustigerweise in Liter gerechnet. Haben wir auch vorhin auch schon gehabt, die Diskussion. Hallo, mich immer so viel stehen lassen war. Ja, das tut mir leid. Ich hab mein Schein ist irgendwie... Mit so langen Geräten kann er einfach nicht rum. Ich bin übrigens voll. Und das meine ich in direkten sowohl als auch im übertragenen Sinne. Kann das genau sehen, du. Obere rechte Ecke, Abtanker. Playbook ist leer. Wie bitte? Bist du leer? Jetzt. Die hätte das Feld schon gleich fertig hier. Ja, nee, klar. Das ist ja das kleinste Feld hier. Ja, mit 30 Meter fertig. Oh. Das ist schon ein riesen Apparat, der Feld hier. Der Feld, genau. Wo fällt Warum der denn haben hin? Die nicht Feld, nur 8 genommen. Damit sie mit der Gerät lang der Feld fahren können. Der Playbox muss ich mal vorbeischummeln. Rapper muss jetzt bei Santa weg jetzt zu mir. Was ist das hier? Wieso nimmt er das nicht mit? Ich fahr doch vorher da durch. Bug. Zu schnell? Oder zu schnell? Es wird ja eine Ecke. Voll. Also die Texturen stimmen nicht so ganz genau mit den Triggern überein, ne? Gib Scholle! Das leckt aber auch schon wieder wie Hohle. Lecken uns von unten nach oben. Der Playbox? Ja. Ist der Unterschied zwischen Lecken und Tropfen, ne? Ja. Ist aber auch abhängig davon, wie die Tropfen hängen. Nein. Ja, schon mal eine Tropfsteinhöhle gesehen, der das von unten nach oben tropft, oder? Ja, ist häufig so. Muss ich aber wieder lenken, hier bist du geht nicht mehr. Rockefeller sagt Bescheid, wenn du leer bist. Ja. Frisst er denn auch mehr Sprit, wenn ich mehr Gas gehe? Wenn du im Standgas bist, nimmt er auf jeden Fall weniger. Leer. Ach was. Ja, kannst du mal zu mir zurückkommen? Ich bin bei 47. Und sagen, anstatt dass er einfach abbremst und wartet. Oh nein, Christoph muss Schluss machen. Aber es war doch so schön. Ja, ich hätte mir auch Schluss machen müssen. Jetzt auch schon raus. Das war schön mit dir. Ja. Das hat er schon rausgefunden, wie er texten kann. Ja, T ist universell, ne? Warum verlässt du mich? Warum lässt du da immer so viel stehen? Wir hatten doch so eine schöne Zeit. Hallo. Ja, bitte. Ich glaube, das fällt 8-9 dürfen wir nochmal nachwäschen, dass wir nochmal einen halben Anhänger vollzügen. Ja, natürlich. Ah, ne, da kommen schon irgendwelche... Wie viel passt da rein in sein Dings? Wie viel geht der? So 61.000. So? Wie viel? 61.000. Das ist ja gut. Kann er bei mir ja auch gleich nochmal hier wieder leer machen. Rapper, du weißt, dass du eigentlich bei uns bist, ne? Ja, ich weiß. Dann vergiss es nicht. Dass die polnischen Hilfe wieder alleine machen und von mir. Sagt er zu dem Supermoderator, dem Administrator und dem Clan-Leader. Läuft bei ihm, ne? Ja, er hat eindeutig Skills.
Die polnischen Lieferdienste. Ja, wenn man sich so manchmal die Leute anguckt, die hier arbeiten, da denkt man wirklich, man ist in Polen. Die sind aus Polen. Teilweise sind sie es ja auch, Rob. Aber das sind ja die Schüler, die fünf Jahre arbeiten. Was denn, wie voll bist du? Das ist ja grafisch doch sehr ansprechend, das Spiel, ne? Also, Mann. Das sah bei dem ich das auf dem Livestream mal verfolgt habe, mal kurz, so für ein paar Minuten, sah das echt grandios scheiße aus. Ja, jetzt sieht es nur noch scheiße aus und nicht mehr grandios scheiße, ne? Nicht mehr so spektakulär. Jetzt macht man den Gurkenkram ja selbst, den man verfährt hier. Tante, hast du mit ihm mal den Toggle Flight in No-Hut-Mode gemacht? Nein. Das müsste er mal machen. Nein, ich hab erstmal die Grundeinführung gemacht. Da kannst du nach oben fliegen, von oben die Karte angucken, dann siehst du richtig, wie die Dinger sich langsam aufbauen. Teilweise hast du es auch, da kommt der Trecker mit Anhänger entgegen und dann siehst du den Trecker, einen Trecker und auf einmal pop, ist ein Anhänger dahinter. Okay. Lustiger ist es aber noch, wenn du einen Anhänger siehst, dann auf einmal pop, ist ein Trecker davor. Prozent. 32. Oldesloe hat 32. Das kennt der Bauer, ne? Klar, der Bauer weiß. Hat sich echt einen Spaß gemacht hier. Playbox, weißt du, wie viele Kalorien Oldesloe Weizenkorn hat? Nee, du auch nicht. 100 Milliliter haben 380 Kalorien. Ja, ich sag mal so, Vollkorn, wa? Die Cola macht dick, ey. Ja. Ganze Bauern haben die Wampe wegen dem Korn. Kann ich hier durchfahren, kann ich hier den Rest an der anderen Seite noch mitmachen? Kannst du machen, weil das ist Mais. Das war mir das jetzt nicht bewusst, das tut mir leid. Das erntet er jetzt einfach nicht. Okay, das wäre doch normalerweise ein bisschen im Eimer, ne? 90%. Da wird es zur Kürbisschneidberg verstopfen. So, oder so, hier. Wenn es real. 90. Ende Gelände. 80. Playbox steht schon wieder. 45. Ah, 99 hier. Jetzt ist Ende. Und da geht der Schneidberg hoch. Klar, ich werde nichts verschenken hier, ne? Kostet alles Strom. Und Schrieb und so. Oh, wir machen aber gerade Raps. Ja. Strom. Gut, ich würde sagen, ich lasse mich dann jetzt hier gleich mal ein bisschen aus dem Fahrzeug raus und warte so lange, bis ich hier den Abfahrer sehen kann. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge.